Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Mein Name ist Stefan und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Lightroom und Photoshop Tutorials. Heute geht es mal darum, wie ich einen High-Key-Look in Lightroom erzeuge. Viel Spaß dabei! Ja, High-Key-Look in Lightroom erzeugen. Diese Frage habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erreicht. Und deswegen möchte ich heute mal darauf eingehen und wir werden aus diesem Bild hier, was übrigens am BER-Flughafen in Berlin aufgenommen wurde, ja, der Flughafen ist nach wie vor nicht in Betrieb und deswegen kann man da wirklich sehr, sehr gute Fotos machen, denn die Architektur ist wirklich sehr geil. Und wir waren letztens dort, haben da ein paar Fotos gemacht, unter anderem von diesem Platz hier und daraus möchte ich mal so ein klein bisschen einen High-Key-Look machen und wie das Ganze entsteht, zeige ich euch jetzt gleich. Eins noch vorweg. Ihr könnt alle RAW-Dateien kostenlos bekommen, wenn ihr euch in meinem Newsletter anmeldet und dann könnt ihr diese RAW-Dateien kostenlos bekommen, um live mitzuarbeiten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, wie gesagt, euch in den Newsletter eintragen. Der Link dazu ist unten in der Infobox und wenn ihr das getan habt, dann bekommt ihr in Zukunft jede Woche eine E-Mail von mir mit dem entsprechenden Download-Link zu den RAW-Dateien. Wir fangen jetzt einfach mal an und ich möchte euch mal zeigen, wie das Ganze hier vonstatten geht. High-Key-Look, wer damit noch gar nichts anfangen kann, das sind Bilder, die entsprechend sehr, sehr hohe Weißanteile haben oder beziehungsweise sehr, sehr hell sind und ja, sehr clean wirken. Und genau das möchte ich hier mal erreichen, denn die Architektur hier ist wirklich besonders schön, um so einen High-Key-Look zu erstellen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Ganze mache. Als erstes werde ich mal die Tiefen aufhellen auf ungefähr, ja, so 80. Und ich werde nicht wie sonst die Lichter abdunkeln, sondern ich möchte ja diesen High-Key-Look haben, das heißt helle Bilder und deswegen werde ich die hellen Bereiche des Bildes bestimmt nicht abdunkeln. Das wäre irgendwie kontraproduktiv. Stattdessen werde ich die Weißwerte hier noch ein wenig aufhellen. Wenn ich jetzt hier die Alt-Taste drücke, dann seht ihr schon, da sind schon Stellen im Bild komplett ausgebrannt. Hier nämlich diese Lichter hier oben am Dach. Aber da möchte ich jetzt gar nicht mehr so sehr drauf achten, sondern ich werde jetzt hier einfach mal um die Alt-Taste einfach nach Gefühl gehen, wie das ganze Bild wirkt. Denn so ein High-Key-Look, da geht es nicht mehr um technisch sauber, sondern da geht es einfach darum, wie wirkt das Bild am Ende. Und so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Deswegen werde ich das einfach mal so lassen. Und ich werde außerdem die Belichtung noch deutlich anheben. Das heißt auf ungefähr ja, so 1,8 Blendenstufen. So gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und ihr seht jetzt schon, das Bild ist jetzt an manchen Stellen wirklich schon sehr, 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 sehr hell. Und aber genau das möchte ich ja damit erreichen. Was jetzt aber allerdings noch so ein bisschen auffällt, ist, dass ich hier vom Weißabgleich einfach ja, komplett daneben lag. Also das sollte hier einfach etwas weißer sein alles und nicht so in diesem Gelbbereich. Und deswegen werde ich jetzt hier einfach mal den Weißabgleich ändern. Und was man hier machen kann, man kann es zum einen manuell natürlich machen, zum anderen kann man sich aber einfach mal hier diese Pipette nehmen, indem ich hier einfach mal draufklicke und dann im Bild sage, was eigentlich weiß sein soll. Und genau da klicke ich dann mal drauf. Und wenn ich jetzt hier einfach mal sage, ja, diese Gelbtöne hier sollen eigentlich mehr Richtung Weiß gehen, dann klicke ich jetzt hier einfach mal drauf und Photoshop gibt mir automatisch einen Weißabgleich vor. Und das ist doch schon ein super Ergebnis. Genauso habe ich es mir eigentlich vorgestellt, dass dieses ganze Gelb in, ja, sich in Weiß verwandelt quasi. Und jetzt haben wir schon einen super High-Key-Look eigentlich. Ich werde jetzt hier noch die Klarheit wieder etwas runtersetzen, so auf ungefähr minus 10, das kennt ihr ja schon. Und dann sind hier hinten noch so ein paar viele Farben drin. Also hier wird das Ganze schon von innen wieder angeleuchtet. Das möchte ich so ein bisschen rausnehmen, deswegen werde ich die Dynamik hier einfach mal im Bild so ein bisschen runterdrehen, auf ungefähr ja, minus 50, vielleicht sogar noch die Sättigung etwas runternehmen, aber da nicht zu doll. Ja, da gehe ich vielleicht so auf minus 10, das gefällt mir so noch ganz gut. Und ich werde noch so ein bisschen Kontrast reinbringen, einfach um das ganze Bild noch so ein bisschen ja, deftiger zu machen. Okay, so sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Ich werde jetzt hier nochmal noch ein Stück weiter runtergehen. Ich werde das Bild auf jeden Fall natürlich wieder schärfen, mit einem Wert von 80. Dann mit gedrückter Alt-Taste maskieren, um natürlich nur wieder die Kanten zu schärfen. Ihr kennt das alles. Wer es noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt mal meine älteren Videos angucken. Da ist dieser Workflow sehr viel genauer noch erklärt. Okay, dann werde ich die Profilkorrekturen aktivieren. Das ist in diesem Bild besonders wichtig, denn ich habe hier mit, dann müssen wir mal gucken, ich drücke mal hier ganz kurz drauf auf die I-Taste, dann sehen wir, wie ich hier fotografiert habe. Ich habe
mit ISO 100 fotografiert bei einer Blende 8 und 0,8 Sekunden Belichtung und bei 24 mm war ich. Und 24 mm, ihr seht schon hier oben, ist das Ganze so ein bisschen rund geworden. Das liegt natürlich an diesem Weitwinkel so ein bisschen und das können wir hoffentlich mit den Profilkorrekturen etwas beheben. Das ist das Problem. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Die chromatischen Aberrationen werde ich entfernen. Und dann werde ich hier einfach mal diese super coole Upright-Funktion in Lightroom benutzen und einfach mal auf Auto klicken und einfach mal gucken, was Lightroom daraus macht. Dann kann ich nämlich diese schön stürzenden Linien hier hoffentlich noch entfernen. Und ja, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Lightroom hat hier automatisch diese stürzenden Linien entfernt. Und das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt haben wir natürlich hier so ein paar weiße Ränder. Die müssen wir noch rausnehmen. Und dazu nehme ich hier einfach das Crop-Werkzeug. Halte die Shift-Taste gedrückt dabei. Denn so stelle ich sicher, dass das Seitenverhältnis korrekt bleibt. Aber ich möchte natürlich auch unten nicht zu viel wegnehmen. Mal gucken, dass ich hier oben noch ein Stück wegnehme. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Wenn ich fertig bin, drücke ich auch auf Fertig. Und ihr seht jetzt schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob das hier einigermaßen mittig noch alles ist. Ja, das sieht aber sehr gut aus so. Ich bin ja bei solchen Sachen immer sehr, sehr darauf bedacht, Symmetrie einzuhalten. Und deswegen gucke ich, dass diese Linie hier in der Mitte auch wirklich in der Mitte des Bildes ist. Und ja, im Prinzip war es das schon. Mehr ist eigentlich gar nichts zu machen. Wir haben jetzt hier schon einen super High-Key-Look erstellt. Was mich jetzt noch so ein bisschen hier stört, sind so die kleinen Sachen, die hier noch auf dem Boden rumliegen. Die kann man dann später in Photoshop noch entfernen oder hier oben so ein bisschen den Dreck rauszunehmen aus dem Dach, um einfach noch ein bisschen ein cleaneres Ergebnis zu bekommen. Aber das sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, die man dann später in Photoshop machen kann. Mir ging es jetzt einfach erstmal darum, euch zu zeigen, wie man zu so einem Look kommen kann. Und wie ihr gesehen habt, es ist eigentlich relativ einfach. Da muss man nicht viel Zauberei beherrschen, sondern das sind eigentlich nur ein paar wenige Klicks in Lightroom und schon habt ihr so einen Look. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn dem so ist, dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Dann kriegt ihr jeden Mittwoch um 16 Uhr geballte Photoshop, Lightroom und Fotografie-Power in Form von Stefan Schäfer-Videos. Und wenn ihr die RAW-Dateien, wie gesagt, kostenlos dazu haben wollt, dann abonniert einfach meinen Newsletter. Der ist unten in der Beschreibung mit einem Link nochmal versehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn es euch gefallen hat. Hier seht ihr jetzt auf der rechten Seite nochmal die Videos von den letzten Wochen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann klickt da einfach auf jeden Fall mal rauf. Könnte interessant sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also viel Spaß beim Arbeiten und bis nächste Woche.